Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei diesem Gameplay vom Chieftain MK6 Leader. Diesen wirklich wunderschönen Panzer, den es jetzt neu bei Armored Warfare gibt. Das Gewinnspielvideo dazu ist ja ein separates Video. Also hier geht es jetzt wirklich mal rein um den Panzer und rein um ein Gameplay. Trotzdem wollen wir ganz, ganz kurz noch die Vergleiche anstellen zwischen Chieftain MK5 und Chieftain MK6. Und ihr seht, es ist nahezu der baugleiche Panzer. Der Schaden pro Minute ist ein wenig höher beim MK6. Ansonsten die Panzerungswerte exakt die gleichen. Die Höchstgeschwindigkeit exakt die gleiche. Allerdings die Beschleunigung beim MK6 etwas besser, weil er sozusagen den zweiten Motor drin hat, den der MK5 dann erforschen müsste. Und ansonsten ziemlich dieselben. Und da sehen wir auch hier, selbst hier ist alles gleich, also schauen wir uns diesen Kampfpanzer hier einfach nochmal genau an. Dieser in Großbritannien als Nachfolger des Centurion entwickelten Kampfpanzer wurde als Reaktion auf die ansteigende Bedrohung von sowjetischen Antipanzergeschossen entworfen. Zwischen 1960 und 1978 wurden mehrere hundert Einheiten für den britischen und den Exportmarkt hergestellt. Der bis 1995 im Einsatz befindliche Chieftain wurde hauptsächlich bei Kampfhandlungen in Westasien eingesetzt. In seiner Kleinstzeit galt das Fahrzeug als mächtigster Panzer der Welt, bis ihm der Titel in den 1980er Jahren vom Leopard 2 streitig gemacht wurde. Ja, ich denke, schönes Ding, und auch wenn ich mich jetzt bei der Beschreibung kurz verhaspelt habe, legen wir jetzt los und schauen an, wie er nun im Gefecht sich so schlägt. Da sind wir also schon im Ladescreen, Karte kalter Stahl, und wir sehen 5er, 4er, 3er, also von dem her ein schönes Matchmaking für uns als Top-Tier. Wobei, eins muss ich sagen, also selbst Vierer und sogar der ein oder andere Dreier hat kein Problem mit der Panzerung vom MK6. Ich persönlich muss auch sagen, er ist optisch einfach ein Highlight, ganz, ganz klar und steht außer Frage. Aber vom Panzer her selber, muss ich sagen, kickt er mich gar nicht. Also das ist jetzt, glaube ich, die sechste, siebte, achte Runde, die ich mit dem fahre. Und so viele Aufnahmen habe ich schon versucht und ja, wie ihr seht, ist das sozusagen das erste Gameplay, also kann man daraus schließen, die anderen sechs Aufnahmen waren einfach mal für die Tonne. Liegt natürlich auch am Fahrer, ohne Frage, aber, und das werden wir bestimmt hier auch noch sehen, dass der Gegner sich sehr leicht mit der Panzerung tut, also erste Reihe kann ich gar nicht empfehlen, sondern am besten, ihr habt jemand vor euch und macht dann aus der zweiten Reihe, da kann man dann schon besser was mit ihm anfangen. Aber er ist halt einfach sonst der ganz klassische Stock MK5. Nichts anderes. Und jetzt schauen wir mal, wie wir diese Runde so bestreiten. Wie immer mit einem Kampfpanzer fahre ich aber in die Stadt erstmal rein. Und hoffe, dass ich da dann so ein bisschen agieren kann. Und man sieht ja, ich bin voll im Anschlag. Also er ist schon behäbig. Wenn ich dem ein Prädikat ausstellen sollte, würde ich sagen, aktuell gefühlt eher ein Sammlerpanzer als ein Fun-Tank. Da gibt es doch andere, die deutlich mehr Spaß machen. Sowohl im Premium- als auch im Normalbereich. So, jetzt sind wir hier gleich in der Stadt am Werk. Da haben wir schon den ersten Wahnsinnigen. Der sich aber natürlich sinnvollerweise für sich gleich verkrümelt hat. Nee, so wird es hier nichts. Ich achte jetzt erstmal hier noch da draußen. Feindlicher LKW markiert. Aber da ist mein Team gut am Fahren. Das heißt, jetzt versuche ich hier mal nochmal zu gucken, ob ich da was finde. Ansonsten folge ich meinen zwei Jungs da. Lass erstmal gucken. Geht nichts auf. Alles klar. Und jetzt go, 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 go. Die ganzen 30 km/h ausnutzen, die er so hat.
passieren. Abgeprallt, er aber auch. Na, bisher kann die Panzerung überzeugen, das ist das erste Mal, muss ich gestehen. Wow, das war ein fetter Hit. Der hat aber ganz schön gerumst, du. Da war das Munitionslager wohl kaputt. So, auch der hat gut gerumst. So, jetzt ist da hinter uns einiges. Deswegen biege ich hier mal ab. Und versuche dann da so rumzukommen, dass ich da dem UF-40 von uns helfen kann. Ah, leider jetzt ein bisschen geschlafen gerade mit dem Starship. Feindlicher Panzer markiert. Jetzt hier in die Straße mal abbiegen und dem Chieftain sowie den T-64 da in den Rücken schießen. Nur die Frage, wo kommt das Gegner, das Starship? Aber bis jetzt läuft es so, dass ich wirklich da hinkomme, wo ich hin will. Da ist auch ein MK6-Leader. Jetzt hat er mich ordentlich erwischt. Komm schon noch mal raus. Identifizieren. Nee, hat so nicht geklappt. Wobei der Turm nicht der schwerste ist. Identifizieren. Wir haben was abgekriegt. Ja, da schießt er jetzt besser als ich. Jetzt habe ich ihm sein Modul zerstört, aber klappt nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle mit dem hier. Fahren wir jetzt nochmal Richtung T-64 hier in die Straße rein. Identifizieren. So, du triffst mich, ich triff dich, mein Freund. Jetzt hoffe ich, dass er mir nachstellt. Jetzt ist der Chieftain da mit dem T-64 beschäftigt. Jetzt hoffe ich, dass der Starship... So, der konnte weg. Nein, da ist ja noch einer. Ah, da kam jetzt so ein flinker, kleiner rum. ERC-90 F4, aber ihr habt auch mal wieder diese Runde gesehen. Unglaublich viel, was da durchkommt. Und es braucht auch kein höherstufiger sein. Das Munitionslager, das war natürlich glücklich, ohne Frage. Und hier der Obelix, der Camper. Und da hinten noch eine Arti. Also das schaut eher nach Niederlage aus. Aber diese Runde war so einigermaßen vorzeigbar, dass ich sage, damit belasse ich es auch. Weil immer die super Über-OP-Runden kriegt man halt nicht hin. Und wer dann mosert und sagt, warum lädst du sowas hoch, der kann sich einen anderen Kanal suchen. Muss sagen, diese Kommentare bin ich auch so ein bisschen leid. Das ist so ein bisschen mittlerweile die Schwierigkeit bzw. die Erklärung, warum man was hochlädt, ist ein bisschen traurig geworden.
Ihr könnt mir aber natürlich gerne mal sagen, wie ihr den Panzer selber findet, was eure Meinung dazu ist, ob ihr schon mal gegen den gespielt habt, ob ihr ihn vielleicht sogar schon besitzt und einfach, was Sache ist. Gegner lässt sich hier Zeit. Ah, da ist der Erste. Der, der uns auch fertig gemacht hat. So. Der ERC, der hätte jetzt wahrscheinlich sehr gern lieber die AT entdeckt als den LRV. So, aber zack, der ging nicht und jetzt wird er aber wahrscheinlich gleich aufs Korn genommen. Ah, noch ein und der wäre, er will ihn zerstören. Ne. So, und jetzt hat er hier den ERC und zack, weg ist er. Und der Turm verabschiedet sich auch ins Nirvana. Und nun braucht ihr nur noch geradeaus die Straße entlang fahren und findet die Arti. Yep, erster Hit. Ah, der zweite ging noch daneben. Arti setzt sich in Bewegung. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie viel XP das jetzt am Ende der Runde gegeben hat. Nun ist die Niederlage besiegelt. 0 zu 2, wenigstens eine knappe Runde. Der ERC mit 5 Kills hat da definitiv seinen Spaß gehabt. Hat hier ordentlich aufgeräumt. Und nun schauen wir mal an, was der Ladescreen so zu sagen hat. So. Wir haben 2000 Schaden knapp gemacht, 429 unterstützt, 6 erspäht. Die Performance sieht wie folgt aus. Natürlich der OF40, der hat am meisten gelitten. Und von den XP auf Platz 2, vom Schaden ebenfalls auf Platz 2. Also damit kann ich mich arrangieren. Es gab 96.000 Credits raus. Also ja, das war's. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin bei Armored Warfare. Euer Alcaram.